Optimierungsaufgaben löst man so, dass man im Allgemeinen sich eine Skizze macht. Ohne Skizze ist das immer alles ziemlich schwierig. Wenn ich zum Beispiel hier die Fläche eines Rechtecks unter einem Graphen maximieren soll, so oder so, ich mache mir eine Skizze, damit ich sehe, worum es geht. Ich habe hier eine Funktion gegeben und so weiter. Und ich muss mir hinschreiben, ich muss mir was Neues angewöhnen. Nicht f von x, sondern in diesem Fall ist es ja eine Fläche, also a von da die aber mit x und y-Wert ausgerechnet wird, schreibe ich a ist abhängig von x und y. Das ist aber ein Problem. Wir wissen alle, dass wir Gleichungen nur schwer lösen können, wenn wir zwei Variablen drin haben und kein Gleichungssystem zur Verfügung haben. Das kann man sich schaffen. Also hier soll diese Fläche maximal werden. Es gibt hier zwei Varianten, entweder mit erster Ableitung oder mit der Scheitelpunktbestimmung oder was auch immer. Das ist jetzt nicht schwierig. Die Voraussetzung, und darauf kommt es mir an, jetzt, das hier ist das Allerwichtigste. Wenn ich also sage, bislang ist meine Fläche, zum Beispiel Fläche oder Volumen oder was auch immer, von zwei Variablen abhängig, dann muss ich das dazu bringen, dass es bloß noch von einer Variable abhängig ist. Hier in diesem Fall mal nur von x. Also, wenn ich mir hingeschrieben habe, a ist abhängig von x und y als x mal y, ne, Fläche eines Rechtecks, muss ich diesen Weg gehen, dass ich nur noch a von einer Variable, in diesem Fall nehme ich mal x, abhängig mache. Und die ist nun mal x mal, und jetzt kommt y, das wird aber als die Funktion von x hier ausgerechnet. Und dann setze ich doch für Funktion von x einfach dieses minus 3 Viertel x plus 3 zum Beispiel ein. Und wenn ich das eingesetzt habe, dann sieht diese letzte Zeile so aus. Dann habe ich x mal tralala, das ist nämlich tralala, das ist dieser Term hier eingesetzt. Dann multipliziere ich es aus und dann geht es weiter. So löst man grundsätzlich diese Optimierungsaufgaben, also bloß noch von einer Variable irgendwie abhängig machen. Dazu haben wir ganz viele Beispiele und deswegen habe ich das Video auch gemacht in der Playlist. Entweder hier oben mal gucken, beziehungsweise zum Schluss müsste jetzt schon der Link dahin erscheinen. Die konkrete Aufgabe, auch die gibt es in der Playlist, einfach mal durchgucken. Na denn, ich hoffe, ihr habt soweit erstmal verstanden, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Lösen. Wenn man was weiß, dann macht Mathe plötzlich Spaß. Ich weiß es. Und viele, viele andere wissen es auch. Also, alles Gute.